Hi, hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei Die Schatzmeisterin. Mein Name ist Rena Münch, ich bin Autorin und habe auch dieses Buch hier geschrieben. Das gibt es jetzt neu im Buchhandel, 365 Tage Minimalismus. Und daraus möchte ich dir jetzt heute etwas vorlesen. Hier gibt es ja verschiedene Kapitel. Es sind 365 Impulse, Tipps, Tricks, Anregungen, Denkanstöße. Und das heutige hier, kannst du mal selbst entscheiden, was das vielleicht ist, 140 Motivation. Den Kühlschrank aufzuräumen ist eine Sache für sich. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass er sich zu einem mysteriösen Ort verwandelt, an dem man nie weiß, was man finden wird. Vielleicht eine halbe Zwiebel in Alufolie, ein abgelaufenes Glas Soße oder die Reste von gestern Abend, die bereits eine kleine eigene Welt in der hintersten Ecke des Gemüsefachs geschaffen haben. Aber hey, wer sagt, dass man einen Kühlschrank perfekt einräumen muss? Und wer braucht schon Ordnung? Ich meine, wer will schon wissen, wo das Senfglas oder die Butter hingehören? Ich für meinen Teil lege immer alles irgendwo hin und hoffe, dass ich es später wiederfinde. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, gibt's da schon Momente, in denen ich meinen Kühlschrank gerne aufgeräumt sehen würde. Normalerweise ereilt mich solch ein Gefühl regelmäßig, wenn ich Platz für eine riesige Torte brauche oder wenn ich nach einer Flasche Champagner suche, die ich irgendwo verstaut habe. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass ein unaufgeräumter Kühlschrank ein glücklicher Kühlschrank ist. Also lasse ich ihn so, wie er ist und konzentriere mich auf das, was wirklich wichtig ist, das Essen. Sicherheitshalber schreibe ich einfach mal dazu, dass es sich bei dem vorangegangenen Text um pure Ironie handelt. Also, ran an die Kühltheke. Die Expedition kann beginnen. Ja, wie fandest du es? Das war so ein kurzer Impuls, der ist mir während dem Schreiben aufgefallen. Da habe ich gedacht, jetzt mache ich mal was ganz, ganz anderes. Ich schreibe jetzt nicht so, ja, wie ich sonst mache, einen Tipp, eine Anregung, sondern drehe das Ganze mal um. Und ich hoffe, diese kleine Leseprobe hat dir gefallen. Eine weitere Leseprobe, bevor du dich für dieses Buch entscheidest, 365 Tage Minimalismus, bekommst du auch bei meinem Verlag auf der Seite, bei Beday und Thoms. Dort gibt es eine Leseprobe, also schau sehr, sehr gerne rein. Und wenn du das Buch kennst, sehr, sehr gerne bewerten oder mir hier auch dein Feedback geben. Natürlich eine Bewertung auf Amazon, ihr wisst es, das ist immer so das Ding, damit das Buch dann noch geläufig wird und sozusagen ja in die große Masse hinausgeschickt wird. Also das war ein kurzer Einblick in mein Buch 365 Tage Minimalismus. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Ciao, ciao.